Mein Bruder geht's überhaupt gar nicht gut. Er ist die ganze Zeit nur am Brechen. Keine Ahnung, was er hat. Irgendeine Vergiftung oder sowas. Vielleicht war die Pizza von gestern schlecht oder so. Ich mache ihm mal warmen Tee und dann trinkt er erstmal. Weil er kriegt gerade kein Wasser runter. Hier, auf das, dass es dir danach wieder besser geht. Und du die nächsten paar Stunden wieder fit wirst. Du hörst mir auf jeden Fall gar nicht gut an. Nee, ich kann auch nicht liegen, weil mir wird alles so schlimm. Mir schwindet nicht. Alles ist trocken und ich habe meine ganze Flüssigkeit ausgekotzt. Aber das will man nicht zeigen. Hier liegt überall Kotze rum. Und die ganzen Ärzte, die hier vorbeigegangen, habe hier rumgekotzt, so viele Stunden lang und die haben nichts gemacht. Und warum ich die nicht angesprochen habe, ich konnte nicht. Ich hätte ja auch noch das Ganze übersetzen müssen. So, ich war gerade im Krankenhaus drin gewesen und habe eine Ärztin rausgeholt. Die hat dann meinen Bruder mit einem Rollstuhl abgeholt und jetzt ist er im Krankenhaus drin. Na, wie geht's dir? Besser als vorhin? Ja. Das hört sich gut an. Ich habe seit 4 Stunden, glaube ich, nicht mehr gekotzt. Das ist gut. Das ist gut. Aber trotzdem fühle ich mich so schwindelig. Ja, wenn ich irgendwas holen soll, dann sag Bescheid. Ja. Und dir wurde Wasser reingespritzt? Ja, hier rein. Weil du gar nicht trinken konntest? Ja. Das stelle ich mir mieser vor als mein Fuß. Er hat 30 Mal gekotzt. Mehr als 30 Mal. Ich habe bisher noch nie 30 Mal irgendwie an einem Tag gekotzt. Genau, deswegen muss es ihnen auf jeden Fall so schnell wie möglich wieder besser gehen, weil morgen früh fährt unser Bus.